Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Am Sonntag, den 1. September, wird in Deutschland gewählt. Keine Bundestagswahl, sondern nur Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Nach Umfragen liegen zwei rechts- und linksradikalen Parteien in der Gunst der Wähler vorn. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben. Ich spreche mit Dieter Herrmann, dem Chefredakteur der Woche in Australien. Dieter Herrmann, diese Wahl kann ja eine Wende bringen. Diese Wahl kann durchaus eine Wende bringen, aber die Frage ist, ob wir uns über eine Wende freuen sollten oder ob wir eine Wende eher befürchten sollten. Das kommt vielleicht darauf an, in welche Richtung das geht. Weil im Moment zeichnet sich nach dem, was ich jetzt in den letzten Stunden gelesen habe, wohl deutlich ab, dass die rechtsradikale AfD in ganz vielen Landkreisen in Zukunft die Mehrheit haben wird. Und ob das gut ist für Deutschland und ob das gut ist für die beiden Bundesländer, in denen gewählt wird, das weiß ich nicht und das wage ich auch zu bezweifeln. Dieter, du erwähntest die AfD. Ich will nur unseren Hörern, die vielleicht mit diesen neuen Parteien noch nicht so vertraut sind, sagen, AfD steht für Alternative für Deutschland. Und du sagst es schon, es ist eine, zumindest in Teilen, rechtsradikale Partei. Das ist richtig. Also das ist ja natürlich, wie das bei vielen Parteien ist, nicht so, dass da alle gleicher Meinung sind. Das wäre ja auch schrecklich. Aber es gibt halt Menschen, die man ganz offiziell als Faschisten bezeichnen darf in der Partei. Den Björn Höcke zum Beispiel, ehemaligen Geschichtslehrer. Und man weiß auch, dass die Frau Weidel, die zur Parteiführung gehört, jetzt ganz weit auf der rechten Seite steht. Aber das gilt natürlich nicht, und das ist ganz klar, natürlich nicht für alle Wähler. Ich glaube, dass unter denen, die diese Partei wählen oder wählen werden am Sonntag, dass da ganz viele sind, die einfach Protestwähler sind, die gegen die derzeitige Ampelregierung protestieren oder gegen die Art und Weise, wie vor allen Dingen mit den Menschen in Ostdeutschland politisch umgegangen worden ist und zum Teil immer noch umgegangen wird. Also nein, ich würde nicht sagen, die AfD ist eine faschistische Partei, aber ich sage immer, das ist eine rechte Partei und ich weiß nicht, ob eine rechte Partei für Deutschland wirklich sinnvoll ist. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht auch eine neue Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Interessant, eine Partei, die nach ihrer Parteiführerin benannt ist. Sarah Wagenknecht kommt aus der linken Ecke, war früher mal SED-Mitglied und macht sich im Osten auch sehr gut. Ja, das ist erstaunlich. Das ist ja sozusagen das genaue Gegenteil von der AfD, wenn man so aus der Entfernung dahin guckt. Auf der anderen Seite haben die aber auch viele Gemeinsamkeiten, dieses BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht. Ehemalige Chefin der Linken im Übrigen und auch Abgeordnete der linken Partei, die ja inzwischen auf irgendwas unter 5% geschrumpft ist. Und die AfD, die haben Gemeinsamkeiten, wollen zum Beispiel beide wieder mit Russland enger zusammenarbeiten, die Sanktionen aufheben, wollen aufhören, die Ukraine zu unterstützen und sind beide ganz deutlich gegen Einwanderung von Ausländern nach Deutschland. Ich war gerade in Deutschland und ich muss gestehen, das Thema Einwanderung, es gibt kein Gespräch, wo das Thema Einwanderung nicht nach wenigen Minuten angesprochen wird. Die Deutschen haben, um es mal so salopp zu sagen, einen Rochus auf das, was die Regierung da in Sachen Einwanderung macht. Ich kann es in gewissen Grenzen verstehen. Ich finde, dass Asyl ganz wichtig ist für eine demokratische Gesellschaft und da sollte man auch vorsichtig sein, das zu zerstören. Aber es gibt natürlich ganz viele Einwanderer, die vor allen Dingen aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. Und ich finde tatsächlich, dass man da sehr genau hinsehen sollte als Politiker, als Behördenmensch auch und wahrscheinlich auch als Sicherheitskraft und genau gucken sollte, wer da nach Deutschland kommt und ob die Leute, die nach Deutschland kommen, überhaupt begriffen haben, dass die in eine völlig andere, ihnen wahrscheinlich völlig fremde Gesellschaft reinkommen. In eine Gesellschaft, die auch andere Verhaltensweisen natürlich erwartet und erforderlich macht. Und da denke ich, muss man einfach ganz klar nach den Gesetzen, weil die sind nicht schlecht, nach den Gesetzen vorgehen und versuchen zum Beispiel weiter auf Abschiebungen zu drängen, wenn es sich wirklich um kriminelle Ausländer handelt und wenn es wirklich angesagt ist, dass man in ein Land abschieben kann, ohne dass man den Abzuschiebenden in Gefahr bringt. Diese Wut der Bürger oder zumindest der Bürger im Osten bekommen ja die Altparteien zu spüren. Die SPD ist in Thüringen
ich glaube, auf 6%, 6% runtergefallen und die Grünen sind bei 5%. Aber die CDU macht sich immerhin noch besser als die anderen Parteien. Die CDU war ja mal die führende Partei kurz nach der Wende in den meisten östlichen Ländern. Und das hat sie natürlich lange hinter sich gelassen. Aber man kann nicht mehr wirklich, weder bei der SPD noch bei der CDU und sowieso nicht bei der FDP, von Volksparteien reden. Weil Volksparteien sind es nicht mehr. Es sind irgendwie Parteien, die darum zu kämpfen haben, dass sie die 5%-Hürde schaffen. Sicher wird das nur bei der CDU funktionieren. Und ich glaube, man muss einfach auch aus dem, was im Moment da passiert, aus dieser großen Zahl an Protestwählern lernen, was man für Fehler gemacht hat und was man in Zukunft nicht mehr machen darf. Es ist einfach so, dass die AfD bei mir vor wenigen Wochen noch irgendwie die Nackenhaare zum Hochstehen gebracht hat und ich große Angst gehabt habe, dass sie vielleicht sogar irgendwo die absolute Mehrheit bei diesen Wahlen, bei diesen Landtagswahlen bekommen könnte. Wird nun nicht passieren, glaube ich jedenfalls nicht. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass die Bevölkerung, die Firmen, die Fabriken, die Geschäfte, der Handel in den beiden Ländern, wo jetzt gewählt wird, erst jetzt wach geworden ist vor ein paar Tagen und gemerkt hat, dass für die Wirtschaft die AfD ist auch keine positive, auch keine gute Partei ist. Ich habe gerade irgendwelche Zahlen gelesen, wonach allein in Thüringen 50.000 Stellen frei sind. Wie will man denn die besetzen, wenn man die Ausländer alle rausschmeißt? Das wird man sich überlegen müssen. Man muss die auch mit den Ausländern vielleicht einfach anders umgehen und sie besser bilden vor allen Dingen. Also wenn wir mal annehmen, dass die AfD zur stärksten Partei wird, dann wird ja auch die Regierungsbildung nach dieser Wahl in Thüringen und in Sachsen sehr, sehr schwierig werden. Denn es sieht ja so aus, die etablierten Parteien wollen mit denen nun wirklich nichts zu tun haben. Also wenn die etablierten Parteien sich an ihre Zusagen und Versprechungen halten, die sie jetzt vor der Wahl abgegeben haben, dann wird es keine AfD-Regierung geben können, weil sie keinen Koalitionspartner finden. Es sei denn, die Frau Wagenknecht würde sich bereit erklären, mit denen zu koalieren, aber das kann eigentlich nur schiefgehen. Und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass es keine AfD-Regierung geben wird. Aber was gibt's denn für eine Regierung? CDU-SPD zusammen reicht ja nicht, bei Weitem nicht. Das heißt, man muss wahrscheinlich mit der BSW, der Partei von Frau Wagenknecht, eine Koalition eingehen. Vielleicht CDU und Wagenknecht. Konnte man sich vor einem halben Jahr überhaupt noch nicht vorstellen. Aber anscheinend scheint es jetzt gar keine anderen Möglichkeiten mehr zu geben. Ich sollte noch erwähnen, dass die Frau Wagenknecht gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung angegriffen worden ist. Zwar nur mit roter Farbe besprüht worden ist, aber immerhin auch wieder so eine Ausschreitung gegen Politiker, von denen wir schon einige haben. Kein gutes Zeichen. Überhaupt kein gutes Zeichen und nicht deutschlandtypisch eigentlich. Ich finde jede Form von Gewaltanwendung und ich finde, dass das Bewerfen mit Farbe oder Besprühen mit Farbe dazugehört, dass die nichts in der Politik zu suchen haben sollte. Im türkischen Parlament prügeln sich die Parlamentarier, auf Trump wird geschossen und bei uns wird jetzt mit Farbbeuteln geworfen. Das geht nicht, das ist einfach völlig unmöglich. In der Politik muss man sich genau wie in allen anderen Bereichen versuchen, verbal auseinanderzusetzen und verbal Lösungen zu finden, nicht dadurch, dass man anderen Gewalt antut. Jeder Hermann, ich bin gespannt, wie diese Wahlen ausgehen wird. Ich bin sicher, wir werden zu diesem Thema nächste Woche zurückkehren. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, Wolfgang. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.